Gerade haben Sie dort noch die Stadionuhrzeit gesehen, 19.54 Uhr. Das heißt, wir beginnen mit dem nächsten Lauffinale. 2000 Meter Hindernis, männliche Jugend U18. 14 Athleten stehen bereit. Wir reihen sie der Reihe nach auf. Paul Feuerer, erster FC Passau, steht ganz innen. Dann Felix Ludka, LG Wedel-Pinneberg. Daneben startet Kai Würschum, VfL Waiblingen. Duncan Campbell, Turngemeinde in Berlin, ist mit dabei. Nikolas Vogt, LC Rapid Dortmund. Niklas Schwesig, LG Wetzlar. Linus Fennemann, LG Osnabrück. Lukas Bunzel, Eintracht Hildesheim. Niklas Krämer, Wiesbadener LV. Lenny Baum, SCPHFK Leipzig. Tim Schneegers, Erfurter LAC, Oliver Rehn, Dresdner SC, Florian Brem, TV Leutershausen, der Zweite im letzten Jahr über 3000 Meter und Sven Wagner vom USC Mainz, der Erste in der deutschen Jahresbestenliste. Also, das sind die Athleten, die jetzt unterwegs sind im 2000 Meter Hindernisfinale, männliche Jugend U18. Niklas Schwesig für Hessen von der LG Wetzlar mit dabei, vom LC Rapid Dortmund Nikolas Vogt, Duncan Kempel von der Turnergemeinde in Berlin, der VfL Waiblingen vertreten mit Kai Würschum, Felix Rutka, LG Wedel-Pinneberg und der erste FC Passau mit Paul Feuerer. Also 14 Athleten, die da unterwegs sind. Im Moment ist der Schneegers von Erfurt der LAC vorne, aber alles noch ganz eng beisammen. Dahinter reiht sich Niklas Schwesig ein von der LG Wetzlar. Was können die Jungs so laufen? Also knapp über 6 Minuten ging es in diesem Jahr. Sven Wagner, wie gesagt. Also vorne an der Spitze, das ist Tim Schneegers, der hier für das Tempo sorgt vom Erfurter LAC. Und just in diesem Moment verschiebt sich das, weil auch Sven Wagner vom USC Mainz neben ihm auftaucht. Dann Florian Brem, den müssen wir in jedem Fall auf der Rechnung haben. Oliver Rehn, Dresdner SC, ist da vorne mit dabei. Jetzt geht es drüben wieder durch den Wassergraben. Und das nächste Mal auf die Zielgerade. Wir haben noch zwei Läufer heute hier in Ulm, also klatschen wir noch ein bisschen mit für unsere Jungs. Niklas Schwesig, LG Wetzlar, ist das da vorne, der sich an die Spitze setzt und versucht, etwas zu beschleunigen und eventuell auch wegzuziehen. Oliver Rehn ist an seinen Fersen, an Position 2, innen laufend, Erfurter LAC. Ist dahinter. Niklas Krämer von Wiesbaden LV, hat es gesagt, gestern schon gerne Medaille geholt, Bronze über 3000 Meter. Ist jetzt vorne, hat sich vor Elf jetzt hingesetzt. Hat er eine kurze Beschleunigung hingelegt. Der Athlet von Wiesbadener LV, Niklas Krämer, jetzt vorne an der Spitze. Krämer und in dessen Schlepptau, das ist Oliver Rehn, die sich etwas absetzen können von den Athleten dahinter. Aber das Feld schließt sofort wieder auf. Innen Florian Brem dort an Position 3 in Rot. Und Lenny Baum ist ebenfalls dabei an Position 4. Dieses Quartett versucht sich etwas zu lösen. Also ganz vorne, das ist Niklas Krämer. Dann haben wir Oliver Rehn an Position 3 aktuell. Das ist Florian Brem. Dann 4 Lenny Baum. Also, das sind die ersten vier, die da unterwegs sind. Sven Wagner, der Jahresbeste vom USC Mainz. Moment an. Jetzt sechster. Nach wie vor das Quartett da vorne. Gerade ein kleiner Stolperer. Gut, bei Florian Brem an Position 3 hinter dem Hindernis. Der Leipziger Lenny Baum setzt sich jetzt erstmal neben ihn. Nach dem Hindernis versucht er vorbeizugehen. Ja, aber dann hat er direkt noch einen da. Müsste dann zu weit nach außen. Jetzt geht er dennoch vorbei. Der Leipziger schiebt sich vor an Position 2. Also, Niklas Krämer, dann Lenny Baum.
So geht es auf den Wassergraben zu und da nimmt der Leipziger die nächste Attacke, muss sie aber dann mit dem Wassergraben etwas verkürzen. Geht dennoch nach vorne, aber wir schauen, der pumpt, der pustet schon vorne. Das ist Lenny Baum, der jetzt die Führung übernimmt, aber der pustet, weil er weiter beschleunigt und sich versucht zu lösen. Also erstmal kann ihm Niklas Krämer dann nicht folgen, stattdessen aber Oliver Rehn. Der setzt sich jetzt an Position 2, dort der Dresdner Eingangs der letzten Runde. Lenny Baum vorne. Dann kommt Oliver Rehn. Dann Florian Brenn. Das sind die ersten drei. Der vierte, der fällt etwas ab. Das ist Niklas Krämer. Also, wie sieht es jetzt aus auf der letzten Runde? Kann er sich lösen? Kann er weggehen? Lenny Baum, erstmal eine kleine Lücke da, aber nicht so groß, als dass sie nicht geschlossen werden könnte. Florian Brenn versucht das. Der lädt aus Bayern vom TV Leutershausen attackiert. Kommt näher. Ist jetzt vorgeschoben an Position 2 und der sieht locker aus in seinem Schritt. Das ist Florian Brenn. Und so geht es jetzt nebeneinander in Richtung Wassergraben. Der Leipziger innen und Brenn außen und der sieht frischer aus, der sieht lockerer aus. Auch am Wassergraben und da steht Lenny Baum fast. Also kräftemäßig ist er da besser drauf. Florian Brenn, da haben wir auch noch gesehen, dass Oliver Rehn Probleme hatte. Am Wassergraben und Position 3 abgeben muss und er stürmt hier den Titel entgegen. Das ist vorne Florian Brenn, TV Leutershausen. Er gewinnt hier über 2000 Meter Hindernis bei der männlichen Jugend. U18 in 60638. Silber geht an Lenny Baum in SC DHFK Leipzig.